Telemedia wurde 1981 gegründet und operiert in einigen Ländern unter dem Namen Teletronic. Gemeinsam mit der Schwesterfirma Sonopress hat Telemedia Teletronic 1982 die Produktion von Laserbildplatten begonnen. Heute verfügen wir über eigene Büros in 6 Ländern und sind über die Kooperation mit anderen Bertelsmann-Firmen in 3 weiteren Ländern vertreten. Wir gehören zur Bertelsmann AG, dem weltweit größten Medienunternehmen mit über 42.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern der Welt. Der Jahresumsatz übersteigt deutlich 10 Milliarden D-Mark. In den Buch- und Schallplattengemeinschaften beliefert Bertelsmann regelmäßig mehr als 25 Millionen Clubmitglieder. Davon allein über 4 Millionen im französischen Buchclub France Loisir. Renommierte Verlage in aller Welt gehören zur Verlagsgruppe Bertelsmann, so zum Beispiel Doubleday und Bantam Books in USA sowie Plaza y Llanes in Spanien. Die Bertelsmann Music Group mit den Labels RCA, Ariola und Arista ist der weltweit drittgrößte Musikprogrammanbieter. Die bekanntesten der zahlreichen Bertelsmann-Zeitschriften sind Geo, Stern, Capital, Smile Interesse, Femme Actuelle, Muy Interessante, Best und Parents. Große Druckereien in 7 Ländern genießen unter anderem in der Herstellung hochwertiger Werbedrucksachen und Kataloge einen hervorragenden Ruf bei Kunden. Im Bereich elektronische Medien, zu dem auch Telemedia Teletronic gehört, betreibt Bertelsmann unter anderem gemeinsam mit Radio Télé Luxembourg den privaten Fernsehsender RTL+. Nicht zuletzt ist Bertelsmann einer der führenden Hersteller elektronischer Speichermedien mit Werken in 5 Ländern. Allein im Gütersloher Werk von Sonopress Telemedia werden pro Arbeitstag 600.000 verschiedene Ton-, Bild- und Datenträger hergestellt bzw. bespielt. Von normalen Langspielplatten über Musikkassetten, Disketten und CDs bis zur CD-ROM und zur Laserbildplatte. Wir sind der führende Hersteller professioneller Laserbildplatten des PAL-SECAM-Fernsehformats. Modernste Technik, engagierte und disziplinierte Mitarbeiter und strenge Kontrollen in allen Produktionsstufen sichern ein Höchstmaß an Qualität. Unsere Flexibilität erlaubt gleichwohl, Ihnen Laserbildplatten notfalls in nur wenig über 2 Tagen herzustellen. Über die eigentliche Bildplattenproduktion hinaus bieten wir Ihnen weitere Dienstleistungen. Marktstudien, ob und wie ein Bildplatteneinsatz Ihr Kommunikationsproblem lösen kann. Nachweis geeigneter Programmautoren und Videoproduzenten, die wir nach objektiven Kriterien mit einem Gütesiegel auszeichnen. Musterbildplatten oder Vermittlung vorhandener Filme und fertiger Bildplattenprogramme. Seminare für Videoproduzenten und Bildplattenanwender. Und schließlich hardware-neutrale Beratung über Vor- und Nachteile verschiedener Gerätelösungen. Haben Sie das Bildplatten-Mutterband nicht bereits selbst erstellt oder erstellen lassen, führen wir diese Arbeit für Sie in unserem Pre-Mastering-Studio durch. Dazu gehören die Abtastung von Filmmaterial, das Zusammenstellen und Editieren verschiedener Videobänder, die Farbkorrektur, das Erstellen und Einschneiden von Inhaltsverzeichnissen, Toneinspielungen, Halbbildverdoppelungen und Einprogrammierung von Halbbilddominanzwechseln sowie Kapiteln, Autostops und Codes zur Computeridentifikation von Bildplatten. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen vorab eine Prüfkassette oder sogar eine Prüfbildplatte. Mit unseren Bertelsmann-Druckbetrieben produzieren wir kurzfristig sämtliche Printmaterialien als Begleitprodukte Ihrer Bildplatten. Von Etiketten nach Ihren Wünschen über Bildplattenhüllen und Begleitbroschüren bis zu Strichcode-Tableaus, mit deren Hilfe Bildplattenspieler auf einfache Weise programmgesteuert bedient werden können. Wir entwickeln für Sie Verpackungen, die alle gedruckten Materialien und Computerdisketten mit unterbringen.
In besonderen Einzelversandkartonagen verpacken wir auf Wunsch Ihre wertvollen Bildplatten so, dass sie gegen alle Beanspruchungen auf dem Postweg zuverlässig geschützt sind. Auf Wunsch lagern wir vorproduzierte größere Bildplattenmengen auch in unserem Lager zwischen. Telemedia Teletronik sorgt dafür, dass Sie nicht nur technisch perfekte Bildplatten bekommen. Das Material für die Herstellung von Bildplatten ist normaler 35 mm Kinofilm. Er wird auf ein Magnetband, dem sogenannten Master, übertragen. Falls erforderlich, werden dabei seine Farbwerte korrigiert. Auch 2 Zoll Magnetbänder oder 1 Zoll Bänder im Standard A, im Standard B oder im Standard C sind als Ausgangsmaterial geeignet. Diese Bänder bieten Studioqualität. Um die hohe Tonqualität der Bildplatte voll zu nutzen, kann der Ton auch separat vom Studiotonband zugespielt werden. Alle Ton- und Bildwerte können noch nachträglich bearbeitet werden, bis das Masterband dann zur Verfügung steht. Als Träger für die Mutterplatte, dem sogenannten Master, wird hochwertiges Glas klinisch sauber gewaschen und anschließend mit lichtempfindlichem Fotolack beschichtet. Eine Laserstrahlschreibmaschine, gesteuert vom Masterband mit dem zuvor bearbeiteten Film, belichtet die Fotoschicht. Der blaue Laserstrahl schreibt die Information in mikroskopisch kleinen Lichtpunkten auf die Platte. Sie wird jetzt in chemischen Bädern entwickelt und optisch geprüft. Ständige Prüfprozesse während der Produktion sind Voraussetzung für hohe Qualität. Die so entstandene Masterplatte wird mit Metall bedampft und kann jetzt erstmals abgespielt werden. Stimmt der Ton? Stimmt das Bild? Das subjektive Empfinden ist genauso wichtig wie objektive elektrische Werte. Die geprüfte Masterplatte wird in der Galvanik vervielfältigt. Ähnlich wie bei der Schallplattenherstellung entstehen der Vater, die Mutter und schließlich die Matrize, von der später in der Spritzmaschine die Bildplatten abgenommen werden. Mikroskopisch exakt wird nach dem Trennen von Mutter und Matrize das Mittelloch gestanzt. Schon die kleinste Ungenauigkeit würde das Abspielen der Platte beeinträchtigen. Links die Matrize in der Spritzmaschine. Robuste Technik, aber absolute Staubfreiheit für ein hochwertiges Endprodukt. Reinstlufttechnik heißt die Devise. Aus Plexiglas entstehen hier Halbplatten. Sie tragen schon die volle Information einer Seite, können in diesem Stadium aber noch nicht abgespielt werden. Halbplatten, das heißt, es arbeiten immer 2 Maschinen paarweise zusammen, um die A- und B-Seite einer Platte herzustellen. In einer Hochvakuumkammer werden die dünnen Plexiglasscheiben mit Metall bedampft. Das silberglänzende Aluminium schlägt sich auf der die Information tragende Seite einer Halbplatte nieder. Absolut sicherer Schutz gegen Verunreinigungen ist auch hier erforderlich. Der Herstellungsprozess erinnert an die Weltraumtechnik. Eine kurze optische Prüfung, bevor die Halbplatten schließlich mit einem Kleber beschichtet und mit den Rückseiten gegeneinander in einer Presse zusammengeklebt werden. Aus A- und B-Seiten ist das fertige Endprodukt entstanden. Die Information, Ton und Bild enthält die Platte versiegelt in ihrer Mitte. Nach dem Etikettieren ist die Bildplatte fertig.
aber noch steht ihr eine letzte, eingehende Prüfung bevor. Jede einzelne Platte wird in voller Länge abgespielt und getestet. Messschreiber halten zusätzlich in grafischen Kurven die elektrischen und mechanischen Werte stichprobenartig fest. Konfektioniert, wie wir es von den Schallplatten kennen, in Innen- und Außentaschen verpackt, ist das neue Medium Bildplatte bereit zum Versand an den Kunden. Informationen werden uns täglich zu Tausenden angeboten. Jeder muss und will daraus ständig auswählen. Passive Berieselung ist nicht mehr gefragt. Teleselect 1000 ermöglicht die selektive Information auf denkbar einfachste Weise über 10 Zifferntasten und die Hilfstaste Inhalt. Sie führt jederzeit zum Hauptinhaltsverzeichnis zurück. Wirklich jedermann kann sich mit Teleselect aktiv und gezielt informieren. Ob im Reisebüro, am Messestand, im Warenhaus, im Schauraum, im öffentlichen oder privaten Beratungszentrum, im Schulungsraum oder beim mobilen Einsatz durch den Außendienst. Teleselect arbeitet mit der Laserbildplatte, dem modernsten, verschleißfrei abgetasteten Videomedium. Nur sie allein bietet punktgenau schnellen Zugriff. Wussten Sie, dass man im Allgemeinen nur 5 Sekunden auf eine elektronische Information zu warten bereit ist? Deshalb werden Videokassetten mit längerer Suchzeit leicht zu Störfaktoren statt zu Hilfsmitteln der Kommunikation. Nur die Bildplatte sichert den psychologisch so entscheidenden sekundenschnellen Zugriff. Und Teleselect 1000 druckt schwarz auf weiß aus, wofür sich Besucher und Kunden interessiert haben und wofür nicht. Als Instrument elektronischer Marktbeobachtung und als Basis zur Optimierung von Programmen. Der Teleselect 1000 bringt Ihre Videoinformation noch besser an Ihre Zielgruppen heran. Teleselect 1000P können Sie ein Bildplattenprogramm auf einfachste Weise nachträglich verändern. Überholte Informationen können gesperrt oder einzelne Sequenzen übersprungen werden. Zeitbezogene Informationen, zum Beispiel zu Saisonartikeln, werden von vornherein auf die Bildplatte genommen, aber erst später freigegeben. Unterschiedliche Animationssequenzen oder Inhaltstafeln in verschiedenen Sprachen können je nach Bedarf später in das Programm aufgenommen werden. Für Präsentationen programmieren Sie Einzelbilder und Sequenzen auf der Bildplatte vor und rufen sie bei der Vorführung durch einfachen Tastendruck ab. Es können auch mehrere Programme zur selben Platte gespeichert und über einfache Benutzercodes abgerufen werden. Teleselect 1000P arbeitet nicht nur mit der Aktivbildplatte CAV, sondern auch mit der CLV-Langspielversion. Bei Bedarf stehen Ihnen damit volle 60 Minuten Bewegtbild pro Bildplattenseite zur Verfügung. Die Programmierung geschieht denkbar einfach als bloße Zifferneingabe per Tastatur. Der Fernsehmonitor macht dabei alle Programmeingaben sichtbar und zeigt zur weiteren Kontrolle die jeweils programmierten Einzelbilder oder Videosequenzen. Alle Programmeingaben können ausgedruckt werden. Für Präsentationen liegt damit zugleich ein Präsentationsfahrplan vor. Alle Programme werden direkt im Teleselect 1000P Interface gespeichert. Das lästige Hantieren mit zusätzlichen Datenträgern wie Disketten oder das teure Anfertigen jeweils neuer EEPROMs entfällt. Einmal erstellte Programme können denkbar einfach in weitere Interfaces geladen werden. Eine Kabelverbindung und der Druck auf die Ladetaste genügen.